So. Wurde das Kraftfeld deaktiviert? Ja. Hoffen wir, dass das die letzten Combine bis White Forest waren. Na, davon können wir leider nicht ausgehen. Komm mit. Puh. Das ging ja hier ganz schön ab. Wer hätte es gedacht? Also ich habe damit mit so einem großen Widerstand oder so einem großen Hinterhalt habe ich nicht gerechnet. Uiuiui. Nicht schlecht, Combine. Ihr seid echt harte Gegner. Tausende von Jägern. Besonders die Jäger gehen mir langsam etwas gegen den Strich. Gut, die Felder sind weg. Komm, Alex. Lass uns am besten mal fahren. Wer weiß, was wir noch hier alles bekommen, so an Gegnern. Können wir hier runterspringen? Hell yeah. Müssen wir ja. Da ist ja zu. Juhu! Steig ein. Komm. Da startet der Motor ein bisschen. Achtung unten! Juhu! Ja! Oh yeah. Ich bleib hier. Okay. Was zum? Okay. Da muss ich gleich wohl mal anders ran. Aber gut, ich hab gerade so. Da fing noch irgendwas, was irgendwie nicht so da reinpasste. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, guck ich mal. Okay. Entschuldigung. Oh, Alex, bist ein bisschen angekuppelt. Ah, du warst schon immer ein heiße Feger. Wow. Nein, nicht schon wieder. War das? Das war alles ein bisschen laut, finde ich. Oder? Findest du auch, oder? Komm. Oh, Entschuldigung, ich wollte gar nicht aussteigen. Ha. Okay, nach dem Unterhalt, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hier ist scheinbar soweit nichts. Da ist es wieder mit Vollgas rein hier. Oh! Yeah. Okay. Boah, also die Tunnel sind sozusagen unsere Wege zu wem anders. Und meine Güte, es geht jetzt echt ganz schön ab hier. Hinterhalte, weil wir ja, Staatsfeind bzw. Anti-Bürger Nummer 1 sind. Schon so eine Sache. Okay, was gibt's denn jetzt noch hier? Das klingt nicht gut. Das dachte ich mir auch. Wir müssen scheinbar eh hier runter. Ist das Red Forest? Keine Ahnung. Das hört sich gar nicht gut an. Da drüben. Ich sehe eine Antenne. Das muss White Forest sein. Wir sind nah genug, um den Rest notfalls zu Fuß zu gehen. Tja, anders wird's, denke ich mal, auch nicht gehen. Wow. Oh, oh. Das Ding kriege ich jetzt nicht hoch. Da müsste ich erst auf die andere Seite. Warte. Kommst du mit, Alex? Nein, schade. Ich kann da nicht hergehen. Hä? Was? Wow,
Strider! Strider! Dog! Wow! Du schaffst das, Dog! Nicht getroffen, verdammt! Ja! Ja! Come on, Dog! Yes! Schön auf die Fresse geben, dem Kollegen! Sehr gut! Oh, oh! Ey! Aua! Wow! Sehr schön! Wach auf, Dog! Bitte! Ach, dem geht's gut! Sag ich doch! Nicht schlecht, Dog! Was? Guter Sieg. Alles in Ordnung? Alles okay. Alles gut. Wir haben auf euch gewartet. Folgt einfach dem Fluss dann die andere Seite rauf. White Forest liegt direkt auf dem Weg. Seht ihr sofort. Alles klar. Nochmals danke. Super, danke. Okay. Auf geht's. Los, Gordon, hol das Auto. Wir machen ein Rennen mit Dog. Was, ein Rennen mit Dog? Oh Mann. Na dann. Steig ein. Wir brauchen wohl noch mal deine Hilfe. Was du Sinn hat? Doc packt das. Ist ein guter Mann. Hund. Danke. So ist's gut, Dog. Los, Dog. Wer ist zuerst an der Basis? Na los, Gordon. Ich würde fast behaupten, Dog ist zuerst da. Ich glaube nämlich, wir müssen hier hoch. Komm, das packen wir. Oh yeah, das nenne ich doch mal ein geiles Wettrennen. Aber ich weiß, dass Doc auch ganz schön schnell sein kann. Boah, das war sogar gut gefahren. Hey, wir haben es geschafft. Alex und Gordon Freeman. Hallo. Hey, das nächste Mal nicht so langsam. Lasst uns rein. Ja, lasst sie durch. Hihi. Ich war schneller. Wir dachten, dass ihr in der Nähe seid, als Doc so losrannte. Ich habe mich wirklich noch nie so gefreut, ihn zu sehen. Ja, ich auch nicht. Voilà, Gordon. White Forest. Geschafft. Endlich sicher. Naja, wer weiß. Wenn die Combine kommen, da die ganzen, dann wird es aber nicht mehr so sicher sein. Aber im Moment zählt die Freude, dass wir da sind. Auf zu deinem Vater. Ey, komm! Ich hab mein Bestes getan hier. Hui, das nenne ich doch mal ordentlich was geschafft. Mensch, Doc, bist heute aber ein bisschen zu langsam unterwegs, Mensch. Das ist doch unmöglich. Unmöglich ist das. Okay, wir sind also endlich in Wright Forest wir sind endlich da. Yes! Das heißt, hier... Das heißt, wir müssen doch eigentlich jetzt nahe dem Ende sein, denn... Oder? Weiß man nicht. Aber ich würde es jetzt stark vermuten. Unser gemeinsamer Feind. Da seid ihr. Hey! Junge, sind wir froh, hier zu sein. Ja, ihr hattet wohl ein paar Probleme. Die Combine wollten durch den Eingang. Ich glaube, die haben es kapiert. Was dagegen, wenn Dog hier draußen aufpasst? Ach was. Du hast gehört, Dog. Ich will erstmal zu Dad. Wir sehen uns später. Mach keinen Unsinn. Eli weiß noch nichts von euch. Er ist im Zugang zu Silo 1 hier lang. Wollen wir? Klar.
Wir alle beide. Was nun? Oh nein, was ist das? Und was jetzt? Alle zurück an die Arbeit. Das ist wieder nur ein Fehlalarm im sekundären Silo. Der gute alte Dr. Magnussen. Na. Er ist ja drauf, scheinbar. So, schon mal eine AR2 benutzt? AR2? Nein. AR3, ja. Häufig. Es gibt keine AR3. Weißt du, die Stadt, die war voll von AR3. Nein, war sie nicht. War sie doch. Nein, war... Okay. Kennst du die Alternativfeuerfunktion der AR2? Sie tötet Jäger. Wie habt ihr das in der Stadt gemacht? Wir haben nie Waffen benutzt. Wir haben die Jäger mit bloßen Händen bezwungen. Ich habe 10 bis 20 pro Tag getötet. Nur mit Faust. Oh, du hast ja, ja. Vor, dich da draußen mit den Jägern zu prügeln? Raus? Ich gehe nicht raus. Ich bin Funker. Ja, ja. Okay, raus hier. Wir brauchen dich hier nicht. Und ich mach erst weiter, wenn du draußen bist. Ich bleibe hier. Ich mein's ernst. Raus. Solche Leute kann man hier echt nicht gebrauchen. Okay, wenn du draußen bist. Na dann. Hier sind wir doch scheinbar richtig. Hey. Eli, Vortigons. Gordon, du hast es geschafft. Dad. Alex. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Na, mein Kind, jetzt sind wir wieder zusammen. Nur das zählt. Und Gordon, mein Junge. Ich wusste immer, zusammen seid ihr beide unschlagbar. Ja, wir sind ein ziemlich gutes Team. Oh das ja. Das ist gut, weil, naja, jetzt, wo das Hennfeld weg ist, muss jeder mit anpacken. Dad! Kannst du einem alten Mann verdenken, dass er Enkel will? Was hast du da? Nein. Das sieht nur schön aus. Mir geht's gut. Bist du sicher? Das sollte sich jemand ansehen. Nein, alles okay. Das hatten wir schon. Kleiner. Wir sollten ihm schnell diese Daten geben. Okay. Ja, das sollten wir. Er wird froh sein, mal aus dem Silo rauszukommen. Hier entlang, Gordon. Wenn man ihn möchte, dann meinen Sie, ich streite noch immer um Forschungsmittel. Manche Dinge ändern sich nie. Haben wir früher schon in Black Mesa zusammengearbeitet? Wir wissen es nicht genau. Wir beobachten es weiter. Und die Combine? Werden wir den Start schaffen, bevor sie angreifen? Es wird knapp. Schon ein Strider könnte unsere Rakete zerstören. Aber wir sind bereit. Es tut mir leid, dass wir nicht früher hier waren. Keine Sorge, wir werden es schaffen. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Ich bin auch froh. Ich habe vor, ein kleiner Güstesiegel zu beantragen. Probleme wurden durch einen Personal- und Materialmangel verursacht. Und holen Sie gefälligst Ihren Parasit von meiner Rakete! Also wirklich, Magnussen, es gibt keinen Grund, Ausfall zu nehmen. Meine Güte, Eli, warum hast du nicht gesagt, dass Sie da sind? Keine Sorge, Sie sind gerade angekommen. Alex, was bin ich froh und vor allem erleichtert, dich endlich hier zu sehen. Und Gordon, ich sehe, du und der Schutzanzug, ihr habt gut aufeinander aufgepasst. Oh, wie immer. Sie sind unzertrennlich. Die Daten, Leute, die Daten! Kleiner, kümmern Sie sich um den Satelliten oder soll ich den Start für eine kleine Familienfeier unterbrechen? Oh Mann. Ja, ist ja gut. Ich habe bloß kurz Alex und Gordon begrüßt. Natürlich, mir gibt keiner eine Pause, aber bitte rollen Sie den roten Teppich aus. Meine Güte, ich wollte ja nur... Ach, ignoriere ihn einfach. Also Alex, wo ist das Datenpaket, das du mitgebracht hast? Wenn ich noch länger warte, hört er gar nicht mehr auf. Da können Sie sicher sein. Hier sind Sie, Dr. Kleiner. Wir haben eine Unmenge an Daten. Komisch ist nur, dass Sie an eine Übertragung von Judith angehängt waren. Übertragung von Judith? Heißt das, die Nachricht ist nicht angekommen? Wir müssen das sofort sehen. Lasst mich mit der Dekodierung beginnen und dann sehen wir es uns im zweiten Kontrollraum an. Muss ich beeilen? Ja, natürlich. Noch ein Alarm? Herrgott, kann man hier nicht mal ungestört arbeiten? Hallo? Scheinbar nicht. Jemand?
Irgendjemand? Na, ein Fehlalarm jagt den nächsten. Verdammte Krellinister. Ich weiß nicht, wie ich mich bei dem Lärm konzentrieren soll. Freeman, Sie stehen hier nur rum. Machen Sie sich nützlich und finden Sie heraus, was da los ist. Ach ja, Gordon. Es wäre mir lieb, wenn du dir das mal ansehen könntest. Komm zu uns, wenn du fertig bist. Okay, natürlich. Der Alarm wird die Schutztüren verriegelt haben. Sie müssen also durch das untere Ende des Silos. Ich öffne die Luke, damit Sie runter können. Sobald Sie unten sind, wird Uriah Sie ins sekundäre Silo lassen. Gut, aber bevor wir das machen, mache ich eine Aufnahmepause, denn ich habe jetzt rund 2,5 Stunden aufgenommen und ich glaube, das reicht fürs Erste. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Half-Life 2 Episode 2. Wir schaffen den Start, würde ich jetzt mal so behaupten. Bis dann, ciao.